Hallo meine Lieben, für diejenigen, die meinen Post diese Woche gesehen haben auf Instagram, wird dieses Video heute keine Überraschung sein, ne? Weil BJ Dell hat ein neues Brush-Set draußen und ich musste das natürlich sofort haben und dachte mir auch, es macht Sinn, euch da auch ein Video dazu zu machen, damit ihr das auch auf Deutsch zur Verfügung habt. Und damit ihr seht, was ich damit meine mit diesem Brushset, gehen wir gleich nach dem Intro rein und da zeige ich euch, von was ich rede. Heute geht es, wie gesagt, um die Gnome Brushes für Procreate von BJ Dell. Und da habe ich euch zu den vorgängigen Pinseln oder Stempeln, sind es eigentlich eher, hatte ich euch auch schon Videos gemacht. Das waren ganz am Anfang die Animal Brushes, das heißt, wie ihr Tiere gestalten könnt mit diesen Stempeln oder mit dem entsprechenden Stempelset. Da hatte ich euch einmal das vorgestellt, dann aber auch gezeigt, wie ihr zum Beispiel damit Minicards machen könnt und Sticker oder wie ihr ein Malbuch damit gestalten könnt. Dann nach den Animal Brushes kam er raus mit den Human Brushes, das heißt, wie ihr Charaktere erstellen könnt. Auch dazu habe ich damals gleich auch ein Video gemacht und dann aufgrund der Fragen, die ihr mir gestellt hattet, hatte ich da auch noch ein Video gemacht mit den Tipps zu den Proportionen. Das heißt, wie kann ich die Proportionen so anlegen, dass es stimmig ist und dann aber auch, wie kann ich eine seitliche Sicht machen oder wie kann ich eine Dreiviertel-Sicht machen. Das hatte ich damals auch gezeigt. Jetzt eben neu. Seit dieser Woche hat er ein weiteres Set draußen, was ihr kaufen könnt. Und es ist echt super günstig, also finde ich zumindest für das, was drin ist. Da habt ihr diese Gnome Brushes oder den Gnome Creator. Und das kostet, das habe ich bezahlt, irgendwie 9 Dollar. Das waren umgerechnet 8 Schweizer Franken, also wirklich sehr wenig Geld. Und mit denen, die diese Gnome oder kleinen Zwerge, Wichtel heißen sie, glaube ich, auf Deutsch Wichtel, ne? Ist die korrekte Übersetzung. Die gehen ja nicht nur für Weihnachten, sondern die könnt ihr ja fürs ganze Jahr nutzen. Und hier ein paar Beispiele. Valentinstag, St. Patrick's Day ist jetzt nicht was für uns wirklich, aber Ostern, Sommer, dann hat er was für den 4. Juli, was für uns auch nicht so maßgebend ist. Dann was haben wir da? Da haben wir so Herbstzeit, dann Halloween, dann Thanksgiving und dann noch 2 weitere für so die Weihnachtszeit. Und wenn ihr das Set herunterladet, dann bekommt ihr 100 Stempel, die da drin sind. Und zwar 10 Hüte, 10 Bärte, 10 Hände, 10 Füße, 5 Körper, 5 Arme, 5 Nasen und 45 verschiedene Accessoires. Zudem bekommt ihr da 8 Farbpaletten und dann noch 10 verschiedene so Buffalo-Hintergründe. Zudem, was es da auch gleich dabei hat, ist ein Link zu einem Training, was ein bisschen über eine Stunde dauert, wo er zeigt, wie ihr diese Stempel eben anwenden könnt. Natürlich ist es dann auf Englisch, deshalb dachte ich mir auch, ich mache euch heute ein Video, damit auch diejenigen, wo Englisch jetzt nicht so optimal ist, das trotzdem sehen, wie das funktioniert. Hier so ein paar Beispiele eben zu den einzelnen Stempeln oder zu den Accessoires und hier eben dann auch die Farbpaletten. Natürlich könnt ihr eure eigenen Farben verwenden, aber er hat halt einfach Farbpaletten als Beispiel angelegt, die ihr importieren könnt, die zu den einzelnen Themen passen. Hier mit diesem Rosa und Rot und Dunkelrot für Valentinstag zum Beispiel. Und dann eben diese Buffalo-Hintergründe, was PNGs sind, die ihr dann integrieren könnt und mit Maskieren dann entsprechend dem Charakter zuteilen könnt. Zum Beispiel, dass ihr
eine Mütze mit diesem Buffalo-Muster macht. Das Coole an der ganzen Sache ist, dass er das so gemacht hat, dass ihr wirklich komplettes, ne, die kommerziellen Rechte, dass ihr die habt. Klar, nicht auf die Brushes oder auf die Stempel selber, aber alles, was ihr damit erstellt, könnt ihr dann, ne, verwenden, wie auch immer ihr wollt. Und eben, ihr könnt sogar Sachen, die ihr damit gemacht habt, ne, wenn ihr zum Beispiel Tassen damit macht oder Taschen, T-Shirts, Malbücher, all solche Sachen, die könnt ihr dann auch verkaufen. Ne? Also für diejenigen, die einen Online-Shop haben, das ist was, was eher unüblich ist. Bei vielen Sachen, die man kauft, bekommt man ja die kommerziellen Rechte daran nicht. Aber hier, weil es eben ein Instrument ist, mit dem ihr dann selber etwas erstellt, habt ihr diese kommerziellen Rechte dran. Ich habe euch jetzt Sachen gezeigt, wo es eher darum geht, es zu drucken, weil Procreate ist ja pixelbasiert, ne? Das heißt, fürs Plotten dann, wenn ihr die einzelnen Sachen ausplotten wollt und zum Beispiel Vinylfolie oder Flexfolie und das dann aufeinander stapeln wollt, sind ja Pixelbilder eher suboptimal, ne? Und da brauchtet ihr eigentlich Vektorbilder. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das in Procreate so aufbauen könnt, dass ihr das dann auch so importieren könnt, damit ihr die unterschiedlichen Ebenen habt. Wenn euch das interessiert, das decke ich heute nicht ab, aber wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das unten in die Kommentare rein und dann mache ich euch dazu auch noch ein Video. Wenn ihr euch entscheidet, das Ganze zu kaufen, ne, das geht über Gumroad und wenn ihr das dann bezahlt habt, dann bekommt ihr dieses Fenster hier und da habt ihr einerseits dieses ZIP, die ZIP-Datei, wo ihr den GNOME Creator drin habt. Die müsst ihr herunterladen und den ZIP-Folder öffnen, dass ihr da wirklich die einzelnen Pinsel habt. Und hier unten auch interessant, wenn ihr da draufklickt, dann kommt dieses Fenster und da müsst ihr, ich habe ein bisschen gesucht, bis ich es geschnallt habe, aber ihr müsst direkt aufs Bild draufklicken, dass ihr auf dieses Video kommt, wo er dann eben erklärt, wie man die Pinsel anwenden kann. Wie gesagt, hat einfach auf Englisch. Er zeigt in dem Trainingsvideo zwei Arten, wie ihr diese Stempel verwenden könnt. Und zwar einerseits eher dieses klassische mit den schwarzen Linien. Das ist ein Weg. Und dann gibt es aber logischerweise auch noch einen anderen Weg, wie man das dann ohne diese Linien machen kann. Ich werde heute diese Variante euch zeigen, nämlich die klassische mit den Linien. Wenn euch auch hier, ne, wenn euch das interessiert und ihr das gerne auch noch sehen möchtet, wie man so das erstellt, schreibt mir das auch unten in die Kommentare rein. Ich wollte heute einfach versuchen, jetzt nicht ein extrem langes Video zu machen, sondern da eher kurz zu bleiben. Von dem her, ich mache natürlich zusätzliche Videos, aber eben nur dann, wenn euch das auch wirklich interessiert. Und wenn ich sage, wir machen heute das mit den Linien, ich habe schon was vorgezeichnet, eigentlich noch in derselben Nacht, als ich das downgeloadet habe. Ich konnte nicht gut schlafen und deshalb war ich irgendwie um 1 Uhr morgens am iPad und da kam sofort eben dieses Video hoch, wo er gesagt hat, dass die Pinsel, dass er ein neues Set hat und ich natürlich sofort los auf kaufen, ne? Und dann habe ich das auch gleich schon mal ausprobiert. Damit eben dieses Video heute nicht zu lange wird, werden wir uns auf diesen kleinen hier konzentrieren und den nochmal nachbilden, damit ihr seht, wie ich sowas mache. Und mir spart es dann so ein bisschen Zeit, wenn ich quasi mit einer Vorlage schon arbeiten kann. Aber ihr seht es dann, ihr könnt es wirklich dann 1:1 auch selber nachmachen. Wir werden das Ganze mit Procreate machen, wenn Procreate für euch komplett neu ist. Dann guckt euch, na, bei mir in den Playlists drin, habe ich einerseits hier dieses, das ist Procreate Basics. Da habe ich so eine Videoserie drin, wo ich einfach mal Procreate erkläre, die verschiedenen Funktionen. Das heißt, wenn das wirklich komplett neu für euch ist, wäre das eine Idee, euch diese Videos anzugucken. Aber die sind auch hier in dieser Playlist enthalten. Die heißt Hand Lettering und Zeichnen mit Procreate.
Und da gibt es dann auch noch, ne? Da gibt es dann auch noch weitere Videos, die ich zu Procreate gemacht habe. Es sind mittlerweile 42 Videos, nicht ganz so viele, wie ich eigentlich möchte, weil es gibt noch viel mehr Sachen, die ich euch gerne damit zeigen wollte. Und ich weiß, das Thema kam in der letzten Zeit auch ein bisschen zu kurz, aber es gibt einfach zu viele Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Naja, von dem her, ich versuche das weiter noch aufzubauen, aber ja, heute ist zumindest mal wieder eines, wo es um Procreate geht. Was ich bisher noch nicht gemacht habe, und das ist wirklich, traue ich mich fast nicht zu sagen, aber der Release 5.2 kam irgendwie, glaube ich, im Oktober raus. Und da hat es ganz viele neue Sachen. Und das Große daran ist quasi, dass ich neu auch 3D-Sachen habe. Ich wollte aber nicht einfach nur so euch einfach mal sagen, ne, hier, das gibt's, was in vielen anderen Videos schon zu sehen ist, sondern ich wollte ein Video machen, wo ich euch dann auch konkret zeige, na, wie können wir sowas für uns als Bastler dann auch verwenden, wo ist es für uns sinnvoll. Das Video kommt noch, da bin ich dran, aber naja, war jetzt gerade nicht so erste Priorität, erst musste die ganze Weihnachtsserie natürlich gemacht werden. So, das war's schon mal mit der Präsentation, jetzt gehen wir konkret auf Procreate rein. Ich habe hier schon eine Kopie quasi angelegt. Gucken wir uns kurz die Leinwand an, weil je nachdem, was ihr damit macht, ist es gut, wenn ihr wirklich eine eher größere, eine größere Leinwand wählt, weil bei Pixeln ist es ja immer so, wenn ich das vergrößere, das heißt, wenn ich klein zeichne und das vergrößere, dann werden dann irgendwann die Pixel ersichtlich und dann bekomme ich so einen unschönen Rand quasi, weil ne, das seht ihr dann irgendwann. Und deshalb ist es gut, wenn ihr eine eher größere Leinwand verwendet. Ich habe hier eine genommen, die 2048 Pixel mal 2048 Pixel ist und DPI 132. Natürlich ist es dann abhängig von eurem iPad, ne, wie viel Speicherkapazität ihr da habt, mit was ihr arbeiten könnt. Aber ich sage es nur, ne, je größer, desto besser. Quasi, weil kleiner machen könnt ihr nachher immer noch, aber größer wird schwierig, weil dann seht ihr dann irgendwann einfach die Pixel. Ich habe den kleinen hier kurz als Bild eingefügt, einfach damit ich das als Vorlage habe und dann nicht groß mir noch überlegen muss von der Größe her. Ich versuche das so, die der Kraft runterzunehmen, dass euch das dann auch nicht stört, dass ihr das praktisch gar nicht mehr seht. So, jetzt als allererstes. Ne? Ich habe die Pinsel runtergeladen und bei mir auf dem iPad in einen Ordner reingepackt, der bei mir Procreate heißt. Und wenn ihr das dann eben irgendwo abgelegt habt, dann könnt ihr hier bei den Pinseln sagen Plus. Dann geht ihr auf Importieren. Und dann geht ihr auf den Ordner, wo ihr das abgelegt habt, könnt dann einfach auf einen draufklicken und dann wurde der importiert. Na, ihr seht jetzt, ich habe es jetzt zweimal, weil eben ich das jetzt für euch beispielhaft auch nochmal importiert habe. Den lösche ich wieder, weil ich habe es ja schon. Dasselbe auch mit den, also das müsst ihr jetzt einfach ein paar Mal machen, bis ihr die Nasen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pinsel sind, die ihr dann schlussendlich haben müsstet. Dann dasselbe mit den Farbpaletten. Da klickt ihr hier auf das Farbsymbol drauf und geht auf die Paletten. Und dann könnt ihr hier sagen Plus. Dann sagt ihr Neu aus Datei. Dann hat es hier einen separaten Ordner, der heißt Gnome Swatches. Da sind auch 8 Objekte drin. Und da könnt ihr dann eben auf eins draufklicken und dann wird es euch hier eingefügt. Und so könnt ihr dann jeweils sagen, ich würde es als Standard verwenden. Und wenn ihr dann hier vorne seid, dann wird genau diese Farbpalette angezeigt. Und die Buffalo Plate PNGs sind eben genau PNGs, die ihr entweder behaltet im Ordner drin, könnt ihr in euren Bildern speichern, wo auch immer ihr die haben wollt.
und darauf könnt ihr dann ganz einfach so zugreifen, dass ihr hier auf Hinzufügen geht und dann zum Beispiel Foto einfügen oder Datei einfügen. Ich mache jetzt Datei einfügen und gehe hier auf dieses Buffalo und kann zum Beispiel hier Pink nehmen und dann wird es mir hier eingefügt, wenn ich das verwenden will. Ich werde es jetzt in diesem Video nicht verwenden, aber ich wollte es euch einfach zeigen, wie ihr das machen könnt. So, und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann könnt ihr auch schon loslegen mit dem ersten Wichtel. Jetzt macht ihr das so, dass ihr für jedes einzelne Element ihr immer eine neue Ebene anlegt. Ihr seht dann nachher, warum. Es geht euch viel einfacher, das nachher noch zu bearbeiten. Das heißt, ich habe hier jetzt meine erste Ebene und das, was eigentlich so das, den größten Teil des Bildes einnimmt, ist der Hut. Deshalb gehe ich hier auf Gnome Hats und dann habe ich hier eben 10 Hüte, aus denen ich auswählen kann. Ich habe hier die 5 genommen. Ne? Das ist der. Und am einfachsten geht es eigentlich, wenn ihr mit den Fingern arbeitet. Ne, tippt einfach einmal auf den Bildschirm. Wenn ihr das zum ersten Mal verwendet, dann ist in der Regel das auf maximale Größe eingestellt. Und wenn ich da jetzt drauf tippe, jetzt bin ich auf Grau, ne? Farbe Schwarz wäre nicht schlecht. Versuchen wir es nochmal. Ne, der ist massiv zu groß. Und ich versuche jeweils wirklich so in der Größe das zu machen, wie ich es dann auch brauche. Ich kann es dann immer noch ein bisschen anpassen, aber ich versuche dann schon eher in die Größe zu kommen, wie ich es brauche. Und ne, wenn ich es erreicht habe, wenn es noch nicht das ist, ich mache immer 2 Finger, ist rückgängig, dann kann ich noch ein bisschen verschieben und dann das nochmal versuchen. So. Jetzt kann ich hier oben auf das Pfeilsymbol drauf gehen und das immer noch so ein bisschen verschieben, noch ein bisschen größer oder kleiner machen. Ich versuche jetzt das zu treffen, was ich schon gemacht habe. So, das ist mein Hut. Jetzt eben wieder eine neue Ebene. Auf der Ebene will ich den Bart haben. Da gehe ich auf Beards und auch da habt ihr wieder 10 Stück. Ich nehme diesen hier. Auch hier wieder drauf tippen und wenn der in der Größe passt, da das jetzt auf einer separaten Ebene ist, kann ich den einzeln verschieben, ne? Ohne dass ich quasi den Hut beeinflusse. So in etwa stimmt das. Dann wieder eine neue Ebene. Diesmal nehmen wir die Nase. Da gehe ich hier auf Noses. Habt ihr 5 verschiedene Nasen? Ich nehme hier die 4. Und ich wähle das nicht aus, weil es bei mir schon ausgewählt ist. Na, wenn ihr tippt einfach drauf und dann ist das aktiviert, was blau ist. Und das verwendet es dann auch. Deshalb ich gehe hier auf die 4. Und auch hier wieder einmal tippen. Ist ein bisschen zu klein. Ein bisschen größer. Ihr merkt, ich gehe tendenziell lieber etwas zu groß als zu klein und verkleinere es dann eben wegen den Pixeln. Und jetzt seht ihr schon, hier hat es Überlappungen von den Linien her. Das spielt keine Rolle und darum kümmern wir uns nachher. Wieder eine neue Ebene. Dann gehe ich mal auf die Accessories. Auf die Accessoires, weil hier habe ich so einen Herzballon, den ich verwenden will. Und zwar will ich, dass der so ein Herz in den Händen hält. Hier mit dem grünen Element könnt ihr die Ausrichtung auch, na, die Rotation auch verändern. Jetzt alles ein bisschen kleiner. In dem Stil und auch hier um die Schnur unten, darum kümmern wir uns nachher. Jetzt hat mein Wichtel keine Arme, ihr könnt natürlich auch Arme einfügen,
aber er hat Hände. Und bei den Händen seht ihr, es hat immer nur eine Hand. Und da zeige ich euch, wie ihr das nutzt. Ich habe jetzt hier die zwei, weil er hat was in den Händen. Ich fand das eigentlich sehr knufflig. Da nehme ich jetzt einfach mal diese Seite, passe die noch so ein bisschen an, dass es für mich stimmig ist, auch in der Rotation, dass es wirklich so aussieht, als ob er das Herz festhält. Das ist das. Und jetzt brauche ich ja noch eine zweite Hand auf der anderen Seite. Da gehe ich ganz einfach auf die Ebene, gehe hier so rüber mit dem Stift und sage duplizieren. Und dann, jetzt bin ich auf der zweiten Hand, gehe ich hier auf bearbeiten. Ihr könnt Einrasten verwenden, damit es dann auch auf derselben Höhe zum Beispiel ist. Und ich muss das horizontal spiegeln, weil es ist ja die andere Seite von der Hand. Und jetzt schiebe ich das ganz einfach rüber, so dass es ein bisschen außerhalb vom Herz liegt. Und das hier kurz wieder. Manchmal ist es hilfreich, das Einrasten, manchmal auch nicht. Aber jetzt weiß ich in ungefähr die richtige Höhe und schiebe das noch so ein bisschen rüber. So, Delle. Somit habe ich auch schon die beiden Hände. Jetzt Körper, ne, bei so einem dicken Bart könnt ihr einen Körper dazu machen. Ihr könnt es auch sein lassen. Ich mache das, wenn es das hat. Und deshalb gehe ich hier auch noch hin und mache, wo haben wir es? Bodies. Und da nehme ich die 1. Ihr werdet sehen, dass davon schlussendlich gar nicht mal so viel übrig ist oder zu sehen ist. Aber es ist eben für mich das kleine bisschen, was es ausmacht. So, jetzt haben wir noch das letzte und das sind die Füße. Da gehen wir hier auf Feet und da nehme ich die 9. Jetzt, wenn ihr drauf tippt auf euren Arbeitsplatz und das außerhalb hier von der Seite ist, dann müsst ihr das wiederholen, weil selbst wenn ich das jetzt verschiebe, das ist jetzt abgeschnitten. Ne? Deshalb tippe ich auch immer quasi in der Mitte eher des Bildschirmes und verschiebe dann noch so ein bisschen. Ne? So habe ich die beiden und kann die dann entsprechend verschieben. Hier bei den Füßen, es sind zwar zwei und die sind auch ein bisschen auseinander, das heißt aber nicht, dass ihr das so übernehmen müsst. Ne? Ich gucke mir jetzt einfach mal die linke Seite an, dass das schon mal passt. Noch ein bisschen zu groß. Macht es hier auf einer Seite. Dann gehe ich raus und dann sage ich selektieren. Und mache hier um den zweiten Fuß herum quasi einen Kreis. Ich habe Freihand ausgewählt. Wenn ich jetzt wieder auf das Pfeilsymbol gehe, kann ich das einzeln verschieben. Und da platzieren, wo ich das haben will. Und dann wieder raus, um das zu aktivieren. So, ihr glaubt es nicht, aber damit haben wir die Außenlinien eigentlich schon fertig, auch wenn es sehr chaotisch aussieht jetzt. Warum haben wir das Ganze auf einzelne Ebenen gelegt? Weil jetzt können wir viel einfacher radieren. Sag mal, ich habe den Hut und ich habe den Bart. Und ich will, dass der Bart unter dem Hut ist. Das heißt, ich gehe auf den Bart, gehe hier auf den Pinsel, da könnt ihr, ich habe die von BJ Dell, da nehme ich den Standard Inker. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr Kalligrafie, gibt es da so einen Schriftpinsel, der ist manchmal auch nicht schlecht, oder ein Fineliner. Nehmt einfach einen Pinsel, der am einfachsten geht zum Ausradieren. Wie gesagt, ich arbeite mit denen von BJ Dell. Dann könnt ihr hier auch die Größe anpassen vom Pinsel selber. Und jetzt gehe ich hin und radiere das vom Bart aus, was quasi jetzt über der Mütze liegt. Ne? Das ist hier diese Linie. Kann ich sogar noch ein bisschen größer gehen. Einfach bis hier draußen an den Rand ran.
kurz gucken, das ist der Streamline. Ich nehme den anderen, der geht ein bisschen einfacher. So, jetzt habe ich vom Bart hier oben in der Mütze nichts mehr drin. Das nächste, was hier oben auch nicht hingehört, ist der Hut muss hinter der Nase liegen. Das heißt, das hier ist meine Nase, hier hat es eine Linie vom Hut, den ich nicht brauche oder die ich nicht brauche. Deshalb gehe ich hier auf den Hut und radiere den innerhalb der Nase aus. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. So, jetzt, wenn ihr wirklich komplett zufrieden seid mit dem, was ihr habt, dann könnt ihr hingehen und die Ebenen, die ihr gezeichnet habt, zusammenfügen. Dass es nur noch eine Ebene ist. Jetzt kann es sein, dass ihr sagt, ne, für mich ist es nicht stimmig, weil ne, wenn ich zeichne, dann muss eigentlich die Liniendicke die Lichtquelle wiedergeben. Das heißt, wenn die Lichtquelle hier wäre, müssten hier die Linien dünner sein als auf der Seite. Solche Sachen sind jetzt natürlich nicht wiedergespiegelt. Ihr könnt das aber dann zum Beispiel auch als Blueprint, das heißt als Vorlage verwenden und das dann einfach von der Helligkeit runternehmen und dann das Ganze selber zeichnen. Ne? Einfach basierend auf der Vorlage, die ihr habt und so quasi die Liniendicke entsprechend für euch anpassen. Ne? Das ist was, was geht. Ich sage jetzt aber für mich, das ist okay, ich werde den so verwenden. Und jetzt fangen wir an, das Ganze auszufärben. Dafür nehme ich hier kurz meine quasi Vorlage, die ich gemacht hatte. Mache die so ein bisschen nebendran, damit ich das als Farbauswahl verwenden kann. So, jetzt haben wir hier unsere Ebene mit den Linien. Jetzt mache ich eine neue Ebene und mache die unter die mit den schwarzen Linien. Und der mit den schwarzen Linien sage ich, das ist eine Referenz. Was passiert, wenn ich sage Referenz, wenn ich dann auf der neuen Ebene bin, wo ich die Farben reinmachen will? Na, wenn ich jetzt hier eine Farbe auswähle, zum Beispiel dieses Dunkelrot, na, wenn ich das jetzt hier drauf ziehe, dann färbt es mir alles, was innerhalb von dieser Linie ist. Und das macht es eben nur, wenn ich das als Referenz angegeben habe. Das heißt, jetzt beim Ausfärben orientiert er sich an diesen schwarzen Linien, die hier oben als Referenz definiert wurden. Ne? Und das könnt ihr jetzt mit allen Elementen so machen. Und wenn ihr irgendwo eine Vorlage habt, die ihr verwenden wollt, ne, könnt ihr auch mit dem Finger drauf, zumindest ich habe das so eingestellt bei mir, und dann wird diese Farbe übernommen und dann könnt ihr die verwenden. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back.
Und so schnell habt ihr ein Element auch ausgefärbt. Seht ihr, mein kleiner Wichtel hier hat da noch so weiße Punkte, die habe ich ganz einfach gezeichnet. Da habe ich eine neue Ebene gemacht. Dann habe ich weiß ausgewählt. Da einfach kurz einen Kreis gemacht. Dann, wenn ihr auf dem Bildschirm drauf geht, dann wird das hier so eine eher Ellipse als ein Kreis. Wenn ihr mit dem zweiten Finger drauf geht, dann ist es ein perfekter Kreis. Ne? Und den kann ich noch kurz ausfärben. So, jetzt ist dieser Punkt noch ein bisschen zu groß und weil er auf einer separaten Ebene ist, kann ich den jetzt auch noch ein bisschen kleiner machen. Nochmal rückgängig machen, weil ich habe Freiform. Ich will natürlich gleichmäßig, dass das auch ein Kreis bleibt. So in der Größe. Und den dupliziere ich jetzt einfach mal ein paar Mal, damit ich den so auf der Mütze verteilen kann. Die füge ich jetzt mal zusammen. Und jetzt gehe ich ganz einfach hin und mache mit dem Pinsel einfach noch einzelne weitere Punkte. So, ich würde sagen, das reicht eigentlich an weißen Punkten. Könnt ihr separat lassen oder ihr könnt die jetzt auch mit der anderen Farbe quasi kombinieren, so dass ihr wieder zwei Ebenen habt, nämlich die Ebene, dass hier die Hintergrundfarbe wieder weiß. Dann habt ihr zwei Ebenen, ne? Die Farbe und die Linien. Ne? Und jetzt sieht das alles noch so ein bisschen flach aus und damit das noch ein bisschen mehr Charakter bekommt, werden wir auch noch eine Schattierung hinzufügen. Das mache ich auch wieder auf einer Ebene und zwar zwischen der Farbebene und meinen Linien. Da füge ich eine neue Ebene hinzu und sage, das ist eine Clipping-Maske auf die Farbebene drunter, wieder aus demselben Grund wie vorhin. Und von der Art her, ich gehe da ein bisschen runter, ich werde hier schwarz auswählen, also komplett schwarz. Und dann sage ich hier, das wird ein Multiplizieren sein und gehe von der Deckkraft auf rund, kann es nachher immer noch korrigieren, circa rund 30 ist kein schlechter Wert. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo kommt das Licht her? Bei mir, ich mache es oft von der Seite und es bietet sich auch an, weil ne, die geknickte Seite des Hutes auf der Seite ist, macht es für mich irgendwie Sinn, wenn die das Licht hier von der Seite runterkommt. Das heißt, dieser Teil des Bildes ist da, wo sie die Schatten bilden werden. Und die füge ich jetzt ganz einfach ein. Never did I give in.
wenn ich Teile habe, wo ich zu viele Schatten habe, ne, hier hinten ist ein ganzer Teil Schatten, dann radiere ich so ein ganz kleines bisschen wieder weg, einfach um ersichtlich zu machen, dass es sich hier eben um einen Schatten handelt. Ne? Das reicht mir eigentlich auch an Schatten und dasselbe mache ich jetzt noch mit Weiß für die Highlights, weil auf der gegenübergesetzten Seite, quasi da von wo die Sonne jetzt kommt, da werden ja Highlights ersichtlich sein. Baby, it took just one kiss. Da mache ich eigentlich auch gar nicht so viele von. Das reicht für mich auch schon. Das blenden wir dann anderen aus, damit ihr das Ganze seht, ne? So einfach könnt ihr einen kleinen Wichtel basteln und könnt es auch noch anders machen. Na, ihr könnt nochmal eine Ebene drunter anlegen und dann könntet ihr zum Beispiel einfach eine weiße Linie machen hinter den Wichtel. Da quasi wirklich einfach dem Wichtel entlang gehen und so eine weiße Linie machen. Und so hättet ihr wunderbar eure weißen Linien, mit denen ihr dann einen Sticker machen könnt, der nahe an der schwarzen Linie quasi dann ausgeschnitten oder ausgeplottet werden würde. Und das würdet ihr dann einfach auch als PNG exportieren. Na? Jo, und das war's dann eigentlich auch schon, ne, für heute. Und eben, wenn ihr wissen wollt, wie man diese Variante hier unten macht, dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Oder auch, wenn ihr wissen wollt, wie man dann so ein Bild, was ich jetzt gezeichnet habe, so machen kann, erstellen kann, dass ich das dann auch in das Plotterprogramm reinholen kann mit verschiedenen Ebenen. Das schreibt ihr mir einfach unten in die Kommentare rein und je nachdem, wenn ich dann Feedback bekomme von euch, dass ihr das sehen möchtet, dann werde ich dazu auch noch ein Video machen. So, das war's jetzt aber auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen, dass ihr Spaß dabei hattet und vor allem auch Lust habt, selber sowas zu erstellen und euch die Pinsel zu holen. Den Link zu den Pinseln mache ich euch natürlich unten rein, damit ihr den auch zur Hand habt. Das war's dann aber auch schon wieder und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!